Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass im Auftrag und im Namen des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI. Kardinal Angelo Amato heute in unserer Mitte ist, der Präfekt der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen. Er wird im Namen und im Auftrag des Heiligen Vaters die Seligsprechung vornehmen. Schwestern und Brüder in Christus, in Freude und Dankbarkeit, dass der allmächtige Gott seiner Kirche Gläubige wie Hildegard Burian geschenkt hat, haben wir uns heute hier im Dom zu St. Stephan versammelt. Der Seligsprechungsprozess für die Dienerin Gottes Hildegard Burian wurde 1963 durch Kardinal Franz König eingeleitet. Im gesamten Verfahrensverlauf kam zum Ausdruck, dass die Lebensweise Hildegard Burians nicht nur für die von ihr gegründete Schwesterngemeinschaft der Caritas Socialis vorbildlich ist, sondern darüber hinaus für viele Menschen in Kirche und Gesellschaft bis heute ermutigend und richtungsweisend wirkt. Hildegard wird am 30. Jänner 1883 als zweite Tochter der jüdischen, aber konfessionell nicht gebundenen Kaufmannsfamilie Freund in Görlitz an der Neiße geboren. Gott, wenn du bist, zeig dich mir, schreibt sie in ihr Tagebuch. Sie fand zu Gott über ein ihr Leben veränderndes Ereignis. Hildegard will ihr neu geschenktes Leben ganz Gott und den Menschen widmen. Hildegard Burian beginnt sich, basierend auf den Aussagen der ersten Sozialenzykliker Rerum Novarum, Leo des 13., für die Verbesserung der Situation der Randgruppen der Gesellschaft, vor allem für die Rechte der arbeitenden Frauen einzusetzen. Im März 1919 wird sie als einzige christlich-soziale Abgeordnete im Parlament angelobt. Hildegard Burian wird als verheiratete Frau und Mutter die erste Vorsteherin der 1919 gegründeten Caritas Socialis. Mit ihren CS-Schwestern initiiert Hildegard Burian in den nächsten Jahren bahnbrechende Sozialprojekte. Die Basis ihres unermüdlichen Einsatzes ist für sie, das Evangelium durch die soziale Tat zu verkünden. Eminenz, ich bitte Sie im Namen der Kirche in Wien, gemeinsam mit der Generalleiterin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, die ehrwürdige Dienerin Gottes Hildegard Burian im Auftrag unseres Heiligen Vaters in das Verzeichnis der Seligen aufzunehmen. Im ausdrücklichen Auftrag seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. Verlese ich nun das apostolische Schreiben, mit dem der Heilige Vater die ehrwürdige Dienerin Gottes Hildegard Burian in das Verzeichnis des Seligen aufnimmt. Littere apostolice. Ut venerabilis serva Dei, Hildegardis Burian, mater familias, fundatrix societatis sororum a caritate sociali, beate nomine in posterum appelletur, eiusque festum, die duodecima iuni, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit.
und damit zählt Hildegard Burian zu den Heiligen und Seligen der römisch-katholischen Kirche. Schwester Maria Judith Tapeiner, die diese Reliquienschrein nun zum Altar bringt. Begleitet von Mitgliedern des Hildegard-Burian-Komitees. Hildegard Burian ist nun offiziell eine Selige der römisch-katholischen Kirche. Hier im Bild die Schwestern der Caritas Socialis, die hierher gekommen sind, um diesen besonderen Moment beizuwohnen. Kardinal Angelo Amato übergibt nun eine Kopie dieses Schreibens an die Leiterin der Caritas Socialis. Geehrter Herr Kardinal, seit Jahrzehnten warten wir, die Schwestern der Caritas Socialis, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und viele gläubige Menschen auf diese Seligsprechung. Heute sind wir jetzt mit Herzen voller Dankbarkeit hier. Dankbar Gott gegenüber, dass er uns diese Frau, diese Familienmutter, Politikerin und Gründerin der Caritas Socialis geschenkt hat und heute in die Schar der himmlischen Fürsprecherin aufgenommen hat. Danke. Und dankbar sind wir dem Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., für Ihre Seligsprechung an diesem Tag. Es folgt ein Friedensgruß und noch einmal Applaus hier im Stephansdom. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen. Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. In einer Prozession trägt der Diakon das Evangelienbuch zum Ambo. Heiligkeit ist mehr. Im Blick auf die selige Hildegard Burian komme ich zur Überzeugung, da ist eine innere Quelle, da ist eine Kraft, da ist eine Dynamik, die aus einer innersten Mitte heraus ein Leben verändert, umgestaltet, im Guten radikalisiert, ein nicht mehr erlahmender Impuls, der allem im Leben der Seligen eine neue Marke gegeben hat. Es war nicht eine rein menschliche Energie,
die sie von jetzt an bewegte, unermüdlich dort zu sein, wo die Not der Menschen ist, eine Ehe zu führen und gleichzeitig eine Schwesterngemeinschaft zu gründen. Das war die andere Kraft, die da am Werk war. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus, und das wurde zum Motto der Caritas Socialis. Die Predigt der Tat war ihr wichtiger. Wir brauchen Menschen, die nicht zu anderen predigen gehen, sagt sie. Ihr Ideal war vielmehr, bei tiefster Frömmigkeit im wirklichen Leben wurzelndes Handeln, nichts Frömmelndes. Keine Schaustellung ihres Inneren, sondern das Sehen der Not, das Zupacken, das vernünftige soziale Handeln, das hat sie über Parteigrenzen hinweg anerkannt gemacht. Sie sagt, Gott gibt uns den Verstand, damit wir die Not einer Zeit, die Ursachen der Not, die Mittel, die zur Abhilfe führen, erkennen. Das war auch der Grund für ihr politisches Engagement. Volles Interesse für die Politik gehört zum praktischen Christentum, sagt sie. Und sie handelt danach. Ohne viele Worte hat sie die soziale Liebe gelebt, die Caritas Socialis. Selige Hildegard Burian, bitte für uns. Eine Schwesterngemeinschaft von einem neuen Zuschnitt wollte Hildegard Burian gründen. Keine traditionelle Ordenstracht sollen die Schwestern tragen, sondern ein einfaches Kleid. Nicht durch eine Klausur oder strenge Regeln sollen die Schwestern eingeengt sein, sondern einsatzbereit für jede Not, die auftaucht. Caritas Socialis. Für die Kirche in Europa und in Brasilien, überall dort, wo sie sich den Armen und Leidenden zuwendet, wo sie mutig Stellung nimmt zu den Fragen unserer Zeit und Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute teilt. O sofrimento, o medo, a alegria e a esperança. Schwester Laura Marcelino, Leiterin des Zentrums der Caritas Socialis in Brasilien. Es sind zwei symbolische Gaben, die hier nach vorne zum Altar gebracht werden. Einmal eine Kleinkinderwaage aus Brasilien, die aus der Praxis der Arbeit der Caritas Socialis Schwestern kommt, und ein Hebegurt, wie er im CS-Hospiz Rennweg verwendet wird, um Patienten aus der Badewanne zu heben. Zwei Symbole für die aktive Arbeit, für die Predigt der Tat. Vorreiter war die Caritas Socialis in der Diskussion über die Sterbebegleitung. In der Hospizbewegung waren die Schwestern von der Caritas Socialis bereits in den 1980er Jahren federführend. Schwester Hildegard Teuschel möchte ich hier erwähnen. Mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen die Schwestern von der Caritas Socialis zurzeit drei Pflege- und Sozialzentren in Wien für alte und chronisch kranke Menschen. Sie führen Kindergärten und Horte, ein Wohnheim für Mutter und Kind und eine Sozialberatungsstelle. Ganz besonders hervorzuheben ist natürlich das Hospiz am Rennweg. Wir Frauen wollen nicht unsere beste Kraft
verbitterten, fruchtlosen Parteikämpfen opfern, sondern praktische, die Gesamtheit fördernde Arbeit leisten. Mit Spannungen leben, das ist das Motto, das über dieser Feier steht. Mit Spannungen hat auch Hildegard Burian gelebt und Spannungen gibt es auch heute. Und sie nehmen zu zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, zwischen Inländern und Ausländern. Einen Blick zu haben für Menschen in Not, dort zu helfen, wo die menschliche Not groß ist und so Spannungen abzubauen, dazu ermutigt die selige Wienerin Hildegard Burian. Die Seligsprechung der Dienerin Gottes Hildegard Burian, starke und mutige Frau. Ich verbinde mich in besonderer Weise mit allen Gläubigen, die heute Nachmittag im Wiener Stephansdom an der Seligsprechung von Hildegard Burian teilnehmen. Sie sagte: Ich weiß sicher, dass es nur ein wahres Glück gibt und das ist die Liebe Gottes. Alles andere kann erfreuen. Aber Wert hat es nur, wenn es aus dieser Liebe stammt, in ihr begründet ist. Aus dieser Liebe hat Hildegard Burian gelebt und als Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis hat sie Frauen um sich geschart, die bis heute Quelle dieser Liebe sein wollen, um den notleidenden Menschen Hilfe und Trost zukommen zu lassen. Nach dem Beispiel von Hildegard Burian versuchen auch wir, Boten der helfenden Liebe Gottes zu sein. Einen guten Sonntag euch allen, so der Heilige Vater heute am Petersplatz. Musik.